Die allerletzten Arbeiten sind in Gange und das bedeutet, die Masten, das ist immer das Letzte, weil hier so wenig Platz ist, werden zusammengebaut. Upgrade dieses Jahr, die alten Drahtfallen hier werden ersetzt durch Dyneema-Hohlgeflecht. Ich hoffe, dass sich das bewährt. Es ist leichter, aber vor allen Dingen dürfte es da, wo die alten Drahtfallen oder überhaupt die Fallen aus dem Mast kommen, also über die Rolle aus dem Mast kommen, den Mast nicht mehr so malträtieren, weil es einfach viel weicher ist. Und wenn das mal gegen den Lack schlägt, ist das bei weitem nicht so schlimm, wie wenn immer zu dieses Drahtfall daran kratzt. Das heißt, man braucht auf jeder Seite ein Auge, damit das hier ersetzt werden kann. Und wie das funktioniert, wie man das macht, es geht nämlich ruckzuck, das zeige ich euch jetzt mal. Ich möchte aus diesem Dyneema Hohlgeflecht, also es gibt keinen Mantel außenrum, sondern nur das, was normalerweise innen drin ist, einen Großfall machen. Das bedeutet, ich brauche an beiden Seiten so ein Auge, um da später einen Schäkel oder einen Metallring oder irgendwas reinzumachen. Das hier ist ein 5 mm Hohlgeflecht. Das hat eine Bruchlast von 2600 Dekanewton. Übersetzt bedeutet, das kann da ungefähr 2,5 Tonnen dranhängen, bevor das bricht. Das sollte in jedem Fall reichen. Was brauche ich noch außer diesem Zeug? Ein Mahlspiker. Immer gut. Dann braucht man so ein Fit, zeige ich gleich wofür, ein Zollstock, ein Edding, um was anzuzeichnen und ein Messer. Es gibt extra solche Messer mit so einer Keramikschneide, extrem scharf und nicht besonders teuer. Es gibt auch extra Scheren, die, wenn man hier durchschneidet, das Material ganz gut greifen, sodass das nicht nach vorne rausrutscht. Das tut es nämlich bei einer normalen Schere. Die sind aber extrem teuer und wenn man nicht jeden Tag spleißt, dann halte ich das für unnötig. Okay, wie geht das nun? Als erstes, hier vorne ist das so abgebrannt, schneide ich hier das vorderste Ende ab. Seht ihr, geht ganz gut mit dem Messer. Jetzt zeichne ich mir die Größe des Auges an, was ich später haben will. Das soll ungefähr so groß werden. Dabei berücksichtigen muss ich, dass das kurze Ende, was dann hier übrig bleibt, ungefähr 50 mal die Länge von dem Durchmesser des Materials haben sollte. Also so ungefähr 25 cm von dem Auge bis dahin. Jetzt zeichne ich mir das Auge an, so wie es später sein soll. Geht am besten mit einem Edding hier auf diesem grauen, silbergrauen Dyneema-Geflecht schön ringsherum. Was ich jetzt als erstes tun muss, ist das kurze Ende durch das lange Ende durchstecken. Das heißt also an der Stelle, wo diese Markierung ist, hier stauche ich das Material etwas, so. Und dann gehe ich genau durch die Mitte durch mit meinem Mahlspiker. Ich muss also links und rechts genau gleich viel Material haben, sonst wird das nichts. Und dann stecke ich das kurze Ende durch das lange Ende durch. Ich kann den Mahlspiker wieder rausziehen. Und jetzt ziehe ich das so weit durch, bis diese beiden anfangs gemachten Markierungen wieder übereinander liegen. Dann sieht das so aus. Das nächste, was ich tun muss, ist, das ganze Auge muss durch das kurze Ende durchgesteckt werden. Das heißt also ungefähr an dieser Stelle hier stauche ich das Material wieder, muss ich den Mahlspiker etwas weiter durchstecken, um genug Platz zu haben und dann drehe ich das Auge gleich da durch. Das mache ich jetzt. Ich ziehe das so ein bisschen hier raus, stauche es wieder und
die genau durch die Mitte durch. So sieht das also aus. Es muss relativ weit durchgeschoben werden jetzt. So. Und jetzt kann ich das ganze Auge hier nach innen drehen und stecke es da durch. Hier muss es wieder rauskommen. Kommt es auch? Jetzt kann ich das hier so festhalten, den wieder rausziehen und jetzt ziehe ich das Auge da raus. Zack. Jetzt sieht man, es ist einmal da durchgesteckt. Was aber jetzt passiert ist, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera einigermaßen sehen kann, ist, dass durch diese Drehung sich hier das Geflecht einmal um sich selbst verdreht hat. Und diese Verdrehung, die könnte das Material schwächen und jetzt möchte ich das wieder rauskriegen. Deshalb gehe ich einmal hier rein, so, und stecke jetzt das kurze Ende einmal durch sich selbst. Sieht jetzt so aus. Jetzt kann ich das da durchziehen und dann klackt das hier so rum. Zack, da. Und jetzt ist es wieder so, wie es sein soll. Dass sich das alles hier so ein bisschen weitet, spielt keine Rolle. Aber ich kann hier schon mal ein bisschen ziehen. Das ist so. Jetzt ist es auch schon fast fertig. Es ist übrigens im Gegensatz zum Knoten, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bruchlast man da verliert, jedenfalls extrem viel. Wenn man spleißt, verliert man keine 10%. Das heißt also, von den 2,5 Tonnen sind immer noch deutlich über 2 Tonnen anschließend an Bruchlast da. So, was jetzt gemacht werden muss, ist, dass dieses Ende in das lange Ende reingeschoben werden muss. Und hier kommt jetzt dieser Fit zum Einsatz. Den gibt es in verschiedenen Größen. Da steckt man das Ding so rein. Und der hat hier so eine Art kleinen Widerhaken da drin. Wenn ich das jetzt hier drauf drücke und da dran ziehe, dann kommt das nicht wieder raus. Das ist gewollt. Und mit diesem Fit gehe ich jetzt da rein und ziehe das durch. Das heißt also, diese ganze Angelegenheit hier biege ich mir so ein bisschen zurück und dann, das muss man ein bisschen vorsichtig machen, dass man keine einzelnen Fasern da mitnimmt, ist aber nicht so schwierig. Und jetzt kann ich da reingehen. Weiter, weiter, weiter. Und an irgendeiner Stelle hier, spielt nicht so eine Rolle welche, ziehe ich das Ding wieder raus. Da ist er wieder. Und jetzt sieht das so aus. Wenn ich jetzt dieses kurze Ende einfach hier reinziehe, dann werde ich naturgemäß an dieser Stelle, wo das nachher da drin liegt, eine stark sichtbare Verdickung haben, die das Material auch schwächt. Das will ich natürlich nicht, deshalb verjünge ich dieses Ende hier jetzt, dass es ein schöner, harmonischer Verlauf wird, von dick zu dünn, den man später eigentlich nicht mehr erfüllen oder sehen kann. Dafür nehme ich mir so die letzten 5 cm, sagen wir mal, und fange an, da einzelne Faserbündel rauszuziehen. So, und auf der anderen Seite auch eins. Jetzt sind schon mal 2 draußen. Ein Stück weiter oben jetzt die nächsten. Hier vielleicht. Und immer auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche. Das zweite Paar und jetzt noch ein paar. Da
wieder auf der gegenüberliegenden Seite 1. Da, jetzt haben wir das dritte Paar und die Spitze drösel ich auch noch so ein kleines bisschen auf, so ungefähr, und jetzt werden die jetzt abgeschnitten, diese Verjüngung. Anderen Seite auch. Und hier oben noch so eine Spitze ran. So sieht das Ganze jetzt aus. Es hat sich schön verjüngt. Stecke ich mit dem Fit hier oben ran, um ein bisschen besser ziehen zu können. Und jetzt sieht man, wie das da hinten drin verschwindet. Zack, ist es weg. Und jetzt sieht es eigentlich ganz harmonisch aus. Und ich habe das erste Auge dran. Und hier wird es immer dünner und dünner und dünner und es gibt keine merkliche Verdickung. Demzufolge auch keine Sollbruchstelle. So sieht das aus. Und jetzt messe ich die Länge aus, hänge die beiden, also das alte Drahtfall und dieses hier nebeneinander an irgendeinen Haken, ziehe das stramm, markiere mir hier die neue Länge und das neue Auge auf der anderen Seite und dann wird das gleiche nochmal gemacht und dann ist es auch schon fertig. Und das ist das Endergebnis. Ich hoffe, das bewährt sich. Das werden wir diese Saison mal ausprobieren. Vorher kommt noch unsere Nubia ins Wasser. Die liegt im Moment in Drochtersen an der Elbe. Und das passiert nächsten Dienstag. Und mal sehen, das geht da so wunderbar durch die Wiesen. Da will ich nicht zu viel verraten. Vielleicht nehme ich das mal so ein bisschen filmisch mit und zeige euch das. Bis dann. Tschüss.